together, so come and ride with us. Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir Justin und Thomas gesucht. Warum? Die sind einfach so abgehauen. Wir haben sie im Endeffekt dann am Südhof gefunden, wo Justin einfach nur eine kleine Auszeit gebraucht hat. Er wollte eigentlich Jorvik verlassen, das konnten wir aber durch die Wildpferde verhindern. Wenn ihr euch fragt, wieso die Wildpferde, schaut einfach in das letzte Video rein. Jetzt sind wir hier stehen geblieben und zwar brauchen die Druiden, eher gesagt, Justin. Und da machen wir jetzt einmal gerade weiter und schauen einmal gerade, was wir hier so machen müssen. Geheimer Steinkreis? Was? Klingt, magisch. Wie kommen wir da hin? Soll dein Pferd wieder fliegen? Tut mir leid, ich werde einfach nur die Klappe halten und dich reiten lassen. Ja, besser ist es. Diesmal bin ich nicht mit Mega Angel. Ich glaube, nur Mega Angel kann fliegen. Wir sind heute mit Faith unterwegs und jetzt müsst ihr mir mal bitte sagen, wie findet ihr das Outfit? Ich finde, das ist irgendwie so cool. Ich weiß nicht. Okay, zwar ist die Mütze ein bisschen riesig, gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie finde ich, hat der Look was. Ich finde es irgendwie richtig cool und ich finde, dass auch Faith das richtig steht. Okay, bringen wir jetzt einmal Justin dorthin, wo er hin soll. Wir müssen einmal nach oben zu den Druiden. Natürlich. Was habe ich denn gerade geredet? Also, so. Wie ihr seht, Faith ist schon Level 10. Ich habe gestern noch fleißig gelevelt und heute auch nochmal, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, weil ich wollte unbedingt mit Faith die Aufnahme machen. Weil ich finde sie einfach so wunderschön. Ich bin echt verliebt in dieses Pferd. So. Achso, ich muss jetzt hier einmal das wieder laufen. Achso, warte, von außen. Na, na, na. Fangen wir einmal gerade an wieder. Und das Portal öffnet sich. So. Und rein in die Grütze. Zeit und Raum verschmelzen. Alles ist still und immer in Bewegung. Ja, würde ich auch sagen. So, da ist Fripp. Danke, Sheila, dass du Justin hierher gebracht hast. Justin Morland! Im Namen der Bewahrer-Eidienst, du bist verhaftet, was? Was? Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Danke, Sheila, dass du uns den Flüchtigen überbringst. Den Flüchtigen? Ich bin freiwillig hierher gekommen. Und dieser Ausdruck deiner Kooperationsbereitschaft wird bei deiner Verhandlung berücksichtigt werden. Was? Und warum streite ich mich mit einem sprechenden Eichhörnchen? Ich bin kein Eichhörnchen. Diese Beleidigung wird ebenfalls bei deinem Urteil berücksichtigt. Jetzt mal langsam, Flip. Wir wissen nicht, wie schuldig er ist. Vielleicht muss er nicht einmal ins Gefängnis kommen. Gefängnis? Sheila, was ist los hier? Du hast doch gesagt, diese Leute würden mir helfen. Und wir werden dir helfen, sobald wir uns sicher sind, dass du nicht aus freiem Willen mit dem Agenten von Garnock zusammengearbeitet hast. Ich muss jetzt darauf bestehen, dass du mit mir kommst. Sheila? Alex? Das dürfen sie nicht tun, oder? Hey! Oh oh. Ups. Das wusste ich jetzt aber auch nicht, tut mir leid. Wie soll ich das jetzt bloß Thomas erklären? Ups. Also, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Das wollte ich jetzt eigentlich, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Bis wir wissen, dass Justin frei von Garnocks Einfluss ist, müssen wir ihn als Gefahr betrachten. Was? Auf euren Gesichtern lese ich ab, dass ihr mit unserer Entscheidung bezüglich Justin nicht einverstanden seid. Ja, nee, sind wir aber auch nicht. Garnock ist in Bewegung. Sein Einfluss ist in ganz Jorvik zu spüren. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir eine unberechenbare Person wie Justin frei herumlaufen lassen können. Warum sprichst du über ihn, als sei er ein Verbrecher? Justin hat niemandem etwas getan. Dass sein Großvater ihn getäuscht hat, ist nicht seine Schuld. Lass ihn sofort frei. Schweig! Dein Urteilsvermögen ist angeschlagen. Justin mag vielleicht nicht die ganze Wahrheit gekannt haben, aber tat sich aus freien Stücken mit seinem Großvater zusammen. Dies ist kein Spiel, Soul Rider.
Die Druiden werden ihr eigenes Urteil fällen. Wenn er unschuldig ist, wird Justin freigelassen. Wenn er schuldig ist, wird er bestraft werden. Dies ist der Wille Aydins. Ja, du kleines Eichhörnchen, du bist schon ein bisschen, ja. Genug davon. Es gibt Wichtiges zu besprechen. Okay. Zeit, über Anne zu sprechen. Ah ja, die müssen wir auch noch retten. Wir haben sie gefunden. Den letzten fehlenden Soulrider. Wie vermutet, wird Anne in Pandoria festgehalten. Super, also können wir wieder mit dem alten Baum arbeiten. Wie schon bei Lisa? Richtig, die schlafende Witwe. Sie wird uns bestimmt wieder helfen können. Oh, unsere Feinde haben aus ihren Fehlern gelernt und Anne viel tiefer nach Pandoria hereingebracht. Weit außerhalb der Reichweite. Oh, scheiße, jetzt habe ich aus dem weggezückt. Oh. Damals kam es mir nicht wie ein Zuckerschlecken vor. Wie dem auch sei, wir haben einen Weg gefunden, um Annes viel besser bewachtes, schreckliches und rundum teuflisches Gefängnis zu erreichen. Es gibt ein Portal, das dich direkt zu ihr bringen wird. Die heiligen Pferde nach Pandoria. Ich dachte, sie wäre nur eine Legende. Es gibt ein Portal, das dich direkt zu ihr bringen wird. Flip, du bist heute ein bisschen aggro, kann es sein? Es ist ein gefährlicher Plan, aber mit all den Segen werden wir Erfolg haben. Jetzt brauchen wir nur den Portalstein, um das Portal zu öffnen. Der Portalstein, den wir brauchen, ist in der Kammer des Steinmetzes im Tal des verborgenen Dinosauriers eingeschlossen. Ach Mensch, aber das ist so weit weg, ich will Anne jetzt retten. Glücklicherweise gibt es eine Abkürzung, ein Portal, mit dem du sofort dorthin gelangst. Nun, worauf wartest du noch? Öffne das Portal. Erst musst du den Portalstein finden. Warte, ich dachte, darum sollten wir zur geheimen Kammer weisen, für den Portalstein. Das ist ein anderer Portalstein. Du brauchst einen Portalstein für den Portalstein. Konzentrier dich mal, Linda. Da ist ja richtig aggro. Ich habe den Portalstein bei Avalon hinterlegt, der ihn bewacht. Kannst du ihn bitte holen, Sheila? Beeil dich. Zögere nicht. Okay. Dann gehen wir einmal zu ihm zurück und schauen einmal gerade, ob wir den Stein bekommen. Also, Flip ist ja heute echt mit dem falschen Fuß aufgestanden, können wir sozusagen sagen. Würde ich mal behaupten. Okay. Ja, für den Portalstein brauchen wir einen Portalstein, um mit dem Portalstein zu dem Portalstein zu kommen. Hört sich ziemlich verwirrend an. Aber ich hab's verstanden. Okay, gehen wir einmal zu Avalon. Jupp. Guten Tag, Sheila. Wie kann ich dir helfen? Natürlich habe ich den Portalchen Flip erkannte meine Fähigkeiten, was die sichere Verwahrung von Dingen angeht und bat mich, ihn aufzubewahren. Er ist einfach hier in meiner Tasche. Seht. Du hast recht, er sieht einem Briefbeschwerer recht ähnlich. Warte. Das ist ein Briefbeschwerer. Lass mich mal hier nachsehen. Nein, das ist er nicht. Das ist eine Kartoffel. Was? Ich habe mich schon gewundert, wo ich das hingelegt hatte. Ich liebe meine Steine. Das ist, so ein Druiden-Ding. Ah, hier. Also, der Portalstein zum Teil der verborgenen Dinosauriers. Pass gut auf ihn auf. Er ist ein mächtiges Artefakt. Okay, jetzt muss ich mit dem Portalstein wieder zurück zu Flip, damit er uns zu dem, also damit er uns das Portal öffnen kann, wo wir dann zu den Teil der verborgenen Dinosaurier hinkommen, um den anderen Portalstein dann zu holen, um damit Anne retten zu können. Ja, wenn das nicht mal verwirrend klingt, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber nun gut, was wir alles für die Menschen tun. Wenn wir mal was möchten, hat keiner Zeit. Ist doch immer so. Okay, jetzt, reiten wir wieder hier das Portal frei. So. Und rein mit der Lunze. Okay. Portalstein nicht verlieren. Verborgene Dinosaurier-Tal. Sheila, hast du ihn? Gut, dass ich ihn Avalon zur sicheren Verwahrung anvertraut hatte. Aber warum hast du so lange gebraucht, um ihn zu holen? Du hast dich doch nicht ablenken lassen, oder? Sag mal, was ist denn heute mit dir los? Du bist echt zickig heute. Nein, ich habe mich nicht ablenken lassen. Er hatte nur eine Kartoffel anstatt den Stein.
Jetzt können wir das Portal öffnen, mit dem du zum Teil des verborgenen Dinosauriers gelangst. Platziere den Portalstein einfach in der Säule dort, wenn du bereit bist. Und ich muss dich warnen, kein normales Pferd kann die Portale durchschreiten. Nur Menschen, die Wächter, die dort überleben können. Dina, vielleicht solltest du Sheila begleiten. Dein Wissen über jorvikische Mythen können sich als nützlich erweisen. Im Falle unvorhergesehenen Komplikationen. Ja, kann ich da jetzt nur mit Mega Angel? Also das wäre jetzt echt ätzend, wenn ich wieder Mega Angel holen müsste. Also das wäre jetzt echt abätzend. Muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. So. Du musst absteigen. Achso. Ups. Absteigen. Das ist unglaublich, Sheila. Ich habe viele magische Portale gelesen, aber eines selbst zu sehen? Keine Zeit für Zögerlei. Wir sehen uns am Ende des Tunnels. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich kann nur mit Mega Angel hier durch, oder? Ich glaube, ich habe ein Problem. Ah nein, es geht auch so. Nun gut. Wir brauchen nicht Mega Angel. Aber irgendwie hat sich das nicht so gut an. Vielleicht hätte ich doch Mega Angel gebraucht. Nein. Die Magie hier ist stark. Kannst du sie spüren, Sheila? Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Folgen wir dem Pfad und finden wir heraus, wohin er führt. Reite vorsichtig und bleib wachsam. Danke, Faith. Oh. Okay. Ups. Ups. Okay. Huch! Ah! Gott! Um Gottes Willen! Oh Gott! Nein! Was passiert hier? Ich glaube, ich sollte hier mal langsamer durchreiten. Okay. Sieht aber irgendwie voll schön aus. Nochmal durch ein Portal. Das war jetzt so ein Zwischenportal, oder? Sorry. Tut mir ganz, ganz schrecklich leid. Ah, hier sind wir. Wie großartig, Sheila. Wir sind im Tal des verborgenen Dinosauriers. Allein der Gedanke, dass sie durch diese Kräfte schon vor hunderten von Jahren ins Leben riefen, während unsere Technologien uns erst vor kurzem Autos und Flugzeuge bescherte. Wir müssen noch so viel lernen. Ja, das stimmt. Also, Kammer des Steinmetzes, ja? Es wäre nett von Flip gewesen, uns ein paar mehr Einzelheiten mitzuteilen. Oh, ich spüre etwas. Eine starke Magie. Folge mir. Okay. Das sieht leicht zum Verirren aus. Ja, wollen wir mal losreiten, oder? Danke. Es sieht ein bisschen... Ja... Ich würde mal sagen, verwirrender. Also ich hätte mich hier schon direkt verlaufen. Aber ich bin gespannt, wo uns das Ganze hinführt. Ich glaube, ich hätte hier nach unten müssen, oder? Ah, so verwirrend. Aber irgendwie sieht das auch hier richtig cool aus, findet ihr nicht? Ups, Baum. Okay. Hier ist Linda. Ah, hier ist er ja, glaube ich, oder? Dies ist der Ort, der mich rief. Aber ich sehe hier nichts, das nach einer Druidenkammer aussieht. Du vielleicht? Ich muss vom Pferd absteigen, natürlich. Kein Wunder, dass Fripp mich entsandt hat. Die Magie schöpft ihre Kraft aus dem Mondkreis. Unter anderem macht es der Mondkreis möglich, Illusionen zu schaffen. Der Eingang zur Kammer muss so versteckt worden sein, um ihn geheim zu halten. Hier, Sheila, hilf mir mal. Wir müssen unsere Magiekräfte vereinen, sollten wir die Illusion auflösen können. Okay, ich muss jetzt meine Magie konzentrieren. Ah.
Aha, sieh mal einer an, wir sind ein kleiner Zauberer. Wir haben es geschafft, Sheila. Auf geht's, hoffentlich hast du keine Angst im Dunkeln. Ach, Dunkelheit macht mir nichts. Ich bin gespannt. Oh, das sieht ja cool aus. Unglaublich, dieses Gebäude scheint so alt wie die Ruinen zu sein, die ich in Yorwick gefunden habe. Aber es ist viel besser erhalten. Sheila? Geht es mir nur mir so oder kommt es dir auch so vor, als würden wir beobachtet werden? Dieser Ort fühlt sich so kalt an, wie ein Grab. Aber irgendwas sagt mir, dass er nicht verlassen ist. Könntest du vielleicht vorangehen? Ich bin direkt hinter dir. Oh, da hat wohl jemand Angst, hm? Gucken wir mal. Okay. Sieht irgendwie echt cool aus. Okay. Wer wagt es, diese heilige Kammer zu stören? Erkläre, warum du hier bist. Ihr seht nicht wie Druiden aus. Ihr seid viel zu jung und mutig. Was wollt ihr in der Kammer des Steinmetzes? Bitte vergebt uns die Störung, edler Geist. Wir sind im Auftrag der Bewahrer Aydins hier. Wir suchen einen Portalschein, um die heilige Pfade nach Pandoria zu öffnen. Ein Portalschein nach Pandoria also. Das ist kein kleines Anliegen. Bitte, das Leben unserer Freundin hängt davon ab. Fripp sagte, wir könnten dann den Portalschein hier finden. Ihr müsst uns helfen. Ich diene diesem Nagtier nicht. Ich habe meinen Eid jemanden geschworen, der viel wichtiger ist. John Jarl. Höchstpersönlich. Wenn ihr den Portalschein aussehen wollt, müsst ihr erst beweisen, dass ihr John Jarls würdig seid. Auf dem Boden vor mir liegt das königliche Siegel John Jarls. Findet die fehlenden Teile und setzt sie hier zusammen, um das Siegel wiederherzustellen. Klingt einfach genug. Nun gut, wir nehmen eure Herausforderung an. Was muss ich machen? Ach so. Finde alle fehlenden Teile des Siegels. Ja, die Frage ist, muss ich die hier suchen, ne? Muss ich die hier suchen? Ich gehe jetzt einfach mal. Tschüss. Oh Gott, ist das riesig. Ach, hier ist eins. Hier befindet sich kein Teil. Suche weit. Oh Gott, ich werde mich hier doch sowas von verlaufen. Ich hab keine Orientierung. Also, ich habe wirklich keine Orientierung. Das ist echt richtig schlimm. Ah, hier ist das erste Teil. Da hinten leuchtet noch was. Hier ist nichts. Kacke. Von da komme ich, glaube ich. Hä? Oh, warte, ich muss kurz niesen. So, tut mir leid, ich musste gerade meine Nase putzen. Interessiert hier, glaube ich, keinen. Oh, hier kommen wir wieder hier raus. Okay. Ja. Hä? Uns fehlen aber zwei Teile, oder nicht? Setzen wir jetzt erst einmal das erste ein. Ah, uns fehlen sogar drei Teile. Du kommst hier hin. Ups. Du kommst hier hin. Okay. Zwei fehlen uns noch. Hier ist nichts. Hier komme ich wieder hier raus. War ja klar, dass ich so unnötige Runden laufe. Hier ist was. Ich sehe hier was. Okay. Was ist denn das hier für so ein Grünzeug? Ah, da hinten leuchtet noch was. Ah, hier ist auch noch. Okay, hier ist nichts. Gehen wir einmal gerade nach unten. Da habe ich ja was gesehen. Ja, super, perfekt. Okay. Supi, dann haben wir jetzt alle Teile. Komme ich hier auch schon raus? Klasse, perfekt. Mega.
Und das letzte Teil. So, was sagst du jetzt? Das Segel scheint wiederhergestellt zu sein. Vielleicht war dies gar keine so schwere Prüfung. Ich stehe als Druide jedoch zu meinem Wort. Na gut, ihr seid würdig. Du suchst also den Portalschein nach Pandoria. Mhm. Den Portalschein, den du suchst, habe ich selbst gemeißelt. Ich bin Magnus Steiner, Steinmetz des wahren Königs. Jonjal? Ihr meint, ihr seid einer der ersten Siedler Jorviks? Ei, ich war auf Jonjals eigenem Schiff. Ich meißelte den Stein, der zum Fundament seines Schlosses wurde, aber in dieser Kammer bewahre ich meine größten Errungenschaften auf, die Portalsteine. Im Stein dieses Ortes fand ich Geheimnisse mit einer Macht, die alles zuvor Gesehenes übersteigt. Macht, wie sie in den allen Götter und Heldensagen beschrieben wird, die man Kinder erzählt. Magie. Mit dem richtigen Händchen kann man Steine anfertigen, um mit weit entfernten Orten zu kommunizieren, über die Insel hinweg oder über Welten hinweg. Wir haben diesen Portalschein genutzt, um hierher zu kommen. Es war unglaublich. Natürlich war es das, ich habe ihn doch hergestellt. Entschuldigt. Hört auf mit dem Schleimerei. Ich habe doch gesagt, ihr seid würdig. Ihr könnt den Portalschein jetzt an euch nehmen. Wir sind nicht schleimig, wir sind einfach nur nett. Oh, sogar eine geheime Tür. Okay. Oh, er verschwindet. Okay. Tschüss. Dann gehen wir mal rein in die ganze... Warte, muss ich davon mit dir reden, weil die grünen Sachen werden ja nicht angezeigt. Könntest du den Portalschein vielleicht aufheben? Der Geist scheint dir mehr zu trauen. Okay. Nehme ich ihn mal. Da. Hier ist er. So, eingepackt. Dann gehen wir aber auch direkt. Der Geist war mir ein bisschen unfreundlich. Genauso wie Flip heute. Wir haben ihn gefunden. Könnte ich den Portalschein vielleicht nehmen? Ich möchte ihn auf dem Sitz zurück untersuchen. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht zum ersten Mal etwas von Magnus Steiner gesehen haben. Aber zumindest für heute ist unsere Arbeit getan. Kehren wir schnell zu Flip und den anderen zurück. Ich glaube, wir können den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind. Okay. Dann gehen wir einmal und gehen zum schlecht gelaunten Flip wieder zurück. Der wird bestimmt wieder meckern, dass wir zu lange gedauert haben. Wenn der wüsste, es war alles nicht so easy. Okay, dann reiten wir einmal zurück. Endlich frische Luft, frische und sehr kalte Luft. Ich hätte mir wirklich wärmere Kleidung anziehen sollen. Oh, lass uns nicht länger hier bleiben als nötig. Folge mir, Sheila. Zurück zum Portal. Okay, ab geht's. Können wir jetzt gehen? Warum müssen wir mal hier so lange zuschauen? Okay. Dann reiten wir jetzt einmal wieder zurück. Das wird uns eh wieder anmeckern. Aber egal. Wir haben jetzt den Stein und das zählt. Hoffentlich laufe ich nicht wieder gegen einen Baum. Das wäre sehr gut. Und da hinten ist das Portal. Dann einmal zurück. Das Portal liegt vor uns und zum Glück ist es immer noch geöffnet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir mit diesem Portal in einen einzigartigen Augenblick zwischen Ort in ganz Jorvik reisen können. Ich frage mich, ob es mehr Pfade wie dieser gibt, die aktiviert werden können. Jedenfalls warte Flip auf dich. Nach dir, Sheila. Dankeschön. Hat sie nicht gesagt nach mir und jetzt geht sie als erstes? Also, frech. Seine Frechheit. Ja, ich gehe schon. Zurück zu Flip. Oh, wieder das.
Okay. Wir haben es bis jetzt gut unter Kontrolle. Ah ja, so hätte ich es von Anfang an machen sollen. Supi. Oh, nein. Ups. Ich hab's nicht gesehen. Ah, ätzend. Dann nochmal. Zack. Ach was, ich muss das Ganze jetzt nochmal rennen, oder was? Ich war doch fast am Portal, oder nicht? Hä? Bin jetzt ein bisschen... Ah, nein. Den Weg gehen wir nicht. Gut, dass ich hängen geblieben bin. Okay. So. Und einmal zurück. Ja, Leute. Ich habe gerade gesehen, ich bin den falschen Weg gelaufen. Nochmal alles zurück. Ja, warum tut es mich aber auch in dieselbe Richtung, wo ich hergekommen bin, einfach wieder zurückjagen? Stehe ich nicht. Dann laufen wir das Ganze jetzt nochmal zurück, weil es so schön war. So. Tupi. Und einmal weg. So. Dann gehen wir einmal zurück. So, Flip. Linda, Sheila, habt ihr den Portalschein gefunden? Ja. Hervorragend, ihr habt den Portalschein gefunden. Druidenportale sind äußerst gefährlich. Je länger sie offen bleiben, desto instabiler werden sie. Kein Problem, ich nehme den Portalschein für das Tal der verborgenen Dinosaurier einfach heraus, damit wir den für Pandora hinein. Stopp! Wenn der Portalschein nicht richtig entfernt wird, kann die Verbindung zwischen den Toren einbrechen. Das sollten wir wohl vermeiden. Im schlimmsten Fall könnte eine Explosion entstehen, die den geheimen Steinkreis zerstört. Und wenn wir Glück haben, entsteht nur ein Strudel, der einer von uns ins Nichts zieht. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich diese Aufgabe gerne Sheila überlassen. Was? Okay. Dann steige ich einmal wieder ab. Entferne den Dusel. So. Jetzt laufe ich aber, weil ich muss ja eh gleich wieder absteigen, um den anderen zu... Sehr gut, das Portal ist geschlossen. Jetzt müssen wir das Portal nach Pandora öffnen. Funktioniert dieses Portal genau wie das letzte? Ich vermute, es ist viel mehr Macht erforderlich, um ein Tor zwischen zwei Welten zu öffnen, wie das Portal, das Darkor geschaffen hat. Genau, Linda, das möchte ich... Daher möchte ich, dass ihr drei Soulrider bei mir bleibt und helft, die Runensteine mit Energie zu versorgen. Aber ich dachte, wir können alle gemeinsam zu Annes Rettung reiten. Und riskieren, dass ihr alle vier in Pandora verloren geht? Nein, das müssen wir richtig durchdenken. Ich werde euch schon früh genug alle wiedersehen. Sheila wird alleine nach Pandora reisen. Sie ist Annes einzige Hoffnung. Ah ja, danke schön. Los, Sheila, setz dir den Portalschein für Pandora ein. Danke, dass man so viel Hoffnung in mich setzt. Also, wenn ich verloren gehe, ist egal. Ist egal. Okay. Dann leiten, gehen wir einmal auf Safe wieder drauf. So. Okay. Es hat geklappt. Das Portal nach Pandora ist offen. Jetzt können wir Anne retten. Die Zeit ist gekommen, Sheila. Also, wie ist Pandora heutzutage so? Ich habe nicht viel zu sehen können, als ich da war. Ich erinnere mich nur an Rosa, jede Menge Rosa, und wie es sich anfühlte. Kennst du das Gefühl, wenn du auf einem harten Bonbon kaust und die einzelnen Schichten in deinem Mund schmelzen? Jetzt stell dir vor, dass du das Bonbon bist und Pandora der Mund. Irgendwie so. Das ist eine sehr fantasievolle Metapher, Lisa. Oder eher eklig. Was Lisa meint, ist eine bedauerliche Nebenwirkung, die Pandora auf Besuch hat, die nicht aus jener Welt stammt. Der menschliche Körper darf an diesem Ort nicht existieren. Daher verwandelt er sich durch magische Einwirkung mehr und mehr in den Körper eines Wesens von Pandora. Das kann zu Wahnsinn führen und schließlich zum Tod. Arme Anne. Ein gewöhnliches Pferd könnte dort auch nicht überleben, Sheila. Daher musst du auf Mega Angel reiten.
Flip, du kommst doch aus Pandoria, oder? Warum begleitest du Sheila nicht? Wenn ich nur könnte, der Kodex von Pandoria verbietet es mir, zurückzukehren. Ich muss hier bleiben. Halt jetzt los, Sheila. Finde Anne und kehre unversehrt mit ihr zurück. Okay. So, jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wir Mega-Angel holen müssen. Aber ich wollte die heutige Folge jetzt eh beenden, weil immer wo es spannend ist, hören wir natürlich immer auf, damit die nächste Folge auch spannend bleibt. Deswegen wünsche ich euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß, ich bin gemein, aber es muss so sein. Also, ciao.